Strandkörbe sieht man in Cuxhaven aller Orten. So etwa in der Grimmershörnbucht, an der Kugelbake oder am Duner Sandstrand. Allerdings sind diese meist entweder gebührenpflichtig oder sie befinden sich im Privatbesitz und sind somit nicht für den öffentlichen Gebrauch zugelassen. Damit auch Menschen ohne eigenen Strandkorb in den Genuss einer der überdachten Sitznischen kommen können, hat die AFH Alter Fischereihafen GmbH am Nordseekai insgesamt 10 Körbe zur kostenlosen Verwendung für Bürger und Gäste aufstellen lassen. Die Sitzkörbe bieten jedermann die Gelegenheit, die Hafenatmosphäre zu genießen, bei jedem Wetter und mit Blick auf die bunten Fischkutter. Schon kurz nach der offiziellen Freigabe nutzten dann auch zahlreiche Besucher die Gelegenheit, um in den Zweisitzern zu entspannen, zu klönen oder mit einem kühlen Pilz anzustoßen. Gefeiert wurde die Aktion mit reichlich Wein, frischer Bratwurst vom Grill und einem zünftigen Schuss Rock'n'Roll. Laut der AFH diente die Insel Helgoland für die Aktion als Vorbild. Dort findet man allerorten Strandkörbe, die der Öffentlichkeit zur freien Nutzung zur Verfügung gestellt werden. Für die Zukunft sind weitere Körbe an der Hafenkante geplant.